Testspielauftakt in Garching für den Regionalligisten. Der VfR empfängt den Landesligisten Sportclub Eintracht Freising. Und jemand ganz Besonderes ist an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Manuel Eisgruber, Spitzname Eisi, spielte von 2016 bis 2018 bei den Garchingern und will bei der Mission Klassenerhalt helfen. Rein geht es ins Spiel. Aber von Klassenunterschied ist erstmal nichts zu sehen. Die Gäste spielen munter auf. Das ist Mannhardt. Zieht von der rechten Seite in die Mitte, doch der Abschluss klar am Tor vorbei. Nun wagen die Garchinger auch mal einen ersten Vorstoß über die rechte Seite. Staudigl probiert es hier aus spitzem Winkel. Doch Nägele im Tor ist wachsam. Die Szene noch nicht geklärt, doch die Garchinger reagieren zu langsam. Die Gastgeber finden immer besser rein. Arifovic mit einer klasse Balleroberung im Mittelfeld. Und super Pass. Auf wen sollte es anders sein? Natürlich Manuel Eisgruber. Das 1:0 in der 19. Minute durch den Neuzugang, der in seinen 2 Jahren beim VfR 22 Tore schoss in der Regionalliga Bayern. Eiskalt, unten eingeschweißt. Was kommt vom Sportclub? Mal ein Standard. 25 Meter vor dem Tor, doch zu harmlos. Und wozu Testspiele gut sind, dass sowas nicht in der Liga passiert. Meier noch im Winterschlaf und Arifovic ist auf und davon, doch er nutzt die Chance nicht. Trifft nur das Aluminium. Der VfR nimmt jetzt richtig an Fahrt auf. Klasse Spielzug. Arifovic versucht den Querpass. Doch Nägele im Tor der Gäste hat was dagegen. Mit einem 1:0 geht es dann in die Pause. Und die Freisinger kommen gestärkt zurück. Das ist der bullige Gettke. Doch zu ungenau. Es bleibt beim knappen Rückstand. Doch die Heimmannschaft möchte jetzt alles klar machen. Das ist der schnelle Bärwein. Und der sieht in der Mitte den einlaufenden Tunsch. Das 2:0 in der 58. Minute. Kamen beide zur Halbzeit in die Partie und wollen direkt zeigen, wer in der Rückrunde einen Stammplatz möchte. Garching hat noch nicht genug. Wieder über die erstarkte linke Seite. Starke Mitnahme von Tunsch. Doch diesmal dient er als Vorbereiter für Simon Kahn, der ein leichtes hat und den Ball nur noch über die Linie drücken muss zum 3:0. Und der VfR regelrecht im Torrausch. Wieder über den linken Flügel. Und diesmal ist es Luis Marseiller mit dem verdienten 4:0. Eine Viertelstunde vor Schluss. Kam in der Hinrunde nur auf 2 Einsätze in der Regionalliga und sendet mit diesem Tor ein Empfehlungsschreiben an seinen Coach. Die Oberbayern haben aber noch nicht genug. Jetzt auch mal über die rechte Seite. Gebhardt zieht bis zur Grundlinie und jetzt eine ganz unschöne Szene. Der Außenverteidiger wird brutal umgesetzt und schreit vor Schmerzen, krümmt sich am Boden und muss rausgetragen werden. Wir wünschen gute Besserung. Eine wirklich unnötige Aktion in einem sonst fairen Testspiel. Der fällige Elfmeter. Micheli übernimmt die Verantwortung und bleibt eiskalt. Das 5:0 für die Gastgeber. Jetzt wird es doch recht deutlich. Eine Szene haben wir noch. Zeitl hat die Übersicht. Sieht Tunsch starten, doch der Abschluss zu schwach. Das ist es dann auch gewesen. Garching gewinnt verdient mit 5:0. Vor allem, weil sie sich in der zweiten Halbzeit noch einmal steigern konnten. Freising muss am Ende zufrieden sein mit dem Ergebnis. Konnten in der ersten Halbzeit wirklich gut mithalten. Der Trainer des Regionalligisten war bei uns nochmal am Mikrofon. Also über 90 Minuten gesehen war ich mit der einen oder anderen Sache durchaus zufrieden. Man merkt, dass die Abläufe dann feiner geworden sind. Wir haben jetzt auch lange nicht mehr auf Rasen gespielt. Da war der eine oder andere technische Fehler auch dabei. Jedoch vom Endergebnis hätte ich mir das ein oder andere Tor mehr gewünscht. Gerade von der Höhe der Torchancen, die wir hatten, fand ich, war es halt einfach zu wenig. Am Ende entscheidet die Torchancenverwertung. Da müssen wir deutlich griffiger werden, weil in anderen Spielen kriegst du weniger Torchancen und dann muss halt eine sitzen. Ja. Der VfR empfängt am Dienstag schon den nächsten Landesligisten, den FC Garmisch-Partenkirchen. Der Sportclub hat den ersten der Bayernliga, den FC Pippenried, zu Gast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video.
Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.